Willkommen zurück beim steinernen Tal mit den Schweinchen und uns. Anders kann ich es nicht beschreiben. So, wir hauen erstmal die Geschwindigkeit voll keine runter, weil ich keinen Bock habe. Schon Missplay. Missplay, den ich nicht mehr korrigieren kann. Na super, ich muss jetzt die ganze Mission neu starten, weil ich mit dieser Schein nicht mehr leben kann. Ja komm, wir nehmen einen richtigen Missplay. So. wir fangen mit dem Kornspeicher an. Der war da. Ich vergesse nicht, wo der Kornspeicher war, zum Kotzen. Ah, guck mal an. Und direkt hier oben die Scheiße. Das ist das Gebäude ever. So, und jetzt können wir an sich anfangen. Der Kollege kann ja von überall kommen. Ist ja... Oh, aber ich habe genug Ressourcen zur Verfügung, das ist gut. Wir machen hier zwei, wir machen hier zwei. Wir gehen wie immer auf Knäckebrot. Ich habe einfach keinen Bock auf nicht auf Knäckebrot zu gehen. Ich weiß nicht wieso. Es wird ein bisschen interessant werden, das Knäckebrot zu verteidigen. Aber ich denke mal... Ihr könnt mal, das nicht dort platzieren, my lord. Jetzt wünsche ich mir genug Holz. Das kriegen wir irgendwie hin. Erstmal ein bisschen Holz kaufen, damit ich genügend davon habe. So. Das sollte locker reichen. Eine Mühle reicht sowieso. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Bevor mir damit auf den Sack geht, bauen wir besser ein paar Hütten. Ich will die Bock drumherum. Würde ich sagen, mache ich hier die ganzen Dinger. Ist dann jetzt vielleicht nicht ganz so symmetrisch, aber ich hab's dann wenigstens. Und ich brauche mehr Holz. We need way too much Holz. Gut. Genau, so spreche ich auch immer mein Englisch aus. Sie brauchen Holz. Okay, Schweinchen Babe kommt auf jeden Fall von überall drüber. Das ist doof. Ich hoffe aber, dass er immer hierüber angreift und nicht hierüber, weil ich werde jetzt meine Burg ein bisschen enger ziehen. Die Getreidefarm lasse ich draußen. Ich mache ein kleines Tor hin. Hier mache ich irgendwo ein Haupttor hin oder hier vorne hin. Vielleicht lasse ich Holzfeld auch noch draußen. Mal sehen. Drei Schweinchen, die alle ziemlich gut nebeneinander sitzen. Das wird interessant werden. Ich bin gespannt, wie wir das machen werden. Jedenfalls denke ich aber, dass das lustig wird. Machen wir so viel hin. Kommen da noch welche oder sind wir am Ende angekommen mit der Bevölkerung? Aber ich glaube, das war es allmählich. Bleibt die Frage, was brauchen wir eigentlich noch? Wir brauchen auf jeden Fall Unterkünfte. Vor allem Söldner brauchen wir. Machen wir am besten hier unten hin, wenn das der Typ nicht mehr verpissen würde. So, Unterkünfte. Und dann haben wir hier... Obwohl. Ja, ich kann mir eine etwas größere Burg ziehen. Dann muss ich Kreisel machen. Dann habe ich hier genug Platz für meine Werkarbeit. Dann machen wir hier drei Stück hin. Wir benötigen Holz. Schon wieder? Machen wir die dahin. Okay, lass mich mal kurz durchrechnen. Das ist für sich in Ordnung. Wir kämpfen aber gegen das Schwein. Das Schwein kommt gerne mit sowas da an. Und sowas da ist ein bisschen... Habe ich schon mal eine Mumu-Farm bauen. Brauche ich auch. Fuck, wo bauen wir die denn hin? Passt die noch da um die Ecke rein? Ich glaube nicht, ne? Hier so? Nein? Scheiße. Dann halt dahin. Da muss ja dahin reinpassen. Und am besten noch eine Hütte, denn ich muss ja dann auch die nächsten paar andere Gebäude basteln. So, nahrungstechnisch wird ja eh ein bisschen knapp, wie wir es so wissen, mit meiner Getreidefarmtechnik. Aber es macht ihren Effekt. Okay. Dann würde ich sagen... Ja, was machen wir jetzt am besten? Ja gut, der Schwein wird mich gewiss nicht so schnell angreifen. Der hat ja nur 2000 Gold gehabt. Der baut eh erstmal seine Burg auf. Die sehr interessant ist. Haben wir schon gegen das Schwein gekämpft? Ich meine ja, ne? Ich meine, haben wir schon den beim Burgenbau ein bisschen zusehen können. Der baut ja relativ komisch. Ich frage jetzt noch, wie ich meine Burg jetzt ziehe. Ich wollte eigentlich von hier unten hochziehen. Hier so rum. Vielleicht hier rum oder komplett rum. Und dann eigentlich nach unten abgerundet. Da ich ja nicht mehr hier rumgehen muss. Damit auch mein Werk hier, sag ich mal, relativ sicher ist. Weil er wird eh frontal meistens kommen.
Einige haben mir gesagt, ich könnte Kirchen bauen, damit ich ein bisschen mehr Beliebtheit bekomme, um auch da ein bisschen mehr Geld einzubekommen von den Leuten. Ja, aber ihr kennt mich ja, ich werde keine Kirchen bauen. Und wer mich nicht kennt, nee, ich bin religiös nicht so veranlagt. Ja, wir könnten aber schon mal ein Söldnerlager bauen. Söldnerlager, das ist schon eine Baumeistergilde. Wieso auch nicht? Schau, dass man die Gebäude nicht drehen kann. Na komm, was soll der Geiz? Ja, Steine mangelt es mir, aber ich bekomme ja demnächst ein paar. Ich weiß gar nicht, will ich jetzt anfangen, die Mauer zu ziehen oder erstmal die Sicherungstürme setzen? Wobei, das sieht mir nach null Aggression aus. Ich baue schon mal das die ganze Burg. Die Frage ist, wie groß sie sein wird. Na, ich glaube, ich kann mal ein bisschen schneller stellen jetzt. Wo ist... Ah, da! Ich habe gerade das gesucht, aber okay, jetzt sind wir auf 40. Ah, Knäckebrot ist gleich im Anmarsch. Dann könnten wir demnächst auch noch hier ein bisschen Eisenminen voransetzen. Und gegen dich, mein Freund, brauche ich dann dringendst ein paar nette Sachen. Ich glaube, damit fange ich vielleicht jetzt sogar schon an. Wir setzen uns noch ein Haus. Und dann bauen wir uns hier mal ein paar Werkleute hin. Missets. Ist sie. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, einmal die. Dann haben wir so unglaublich viel Holz. Und dann bauen wir hier die anderen hin. So, da kommen zumindest schon mal die ganzen, ja, Armbrüste rein. Eure Beliebtheit sinkt. Oh, Mimimi, meine Beliebtheit, ey. Was juckt mich hier meine Beliebtheit? Am liebsten, wie gesagt, würde ich die außerhalb setzen. Die Frage ist wirklich, wie mache ich denn das? Vergiss nicht, wer meine Türme immer dazwischen setzen. Oder ich setze hier vor. Ach komm, setzen wir es da als Torhaus hin, so. Und dann noch ein kleines Torhaus da, damit mein Getreide schneller reinkommt. So. Dann ziehen wir erstmal die Schurmauern. Einmal gerade hier durch. Einmal gerade hier durch. Hier kann ich einen Eckturm setzen. So. Das haut hin. Da ist noch null Aggression, oder? Ah, der fängt gerade erst mal an, seine Einheiten aus, ja, hochzubilden. Ungefähr so wie ich gerade, so ungefähr. Dann passt das. Dann kann ich in einer Ruhe weitermachen. Gehen wir mal in die Richtung. Jetzt muss ich selber mal gucken, dass ich da halbwegs zubekomme, weil da auch ein bisschen Wald ist. Ich glaube, den Wald lasse ich noch bei mir. Gehe ich hier hoch und gehe ich dann... Ja, keine Ahnung, irgendwie so rum. Irgendwie so, dass ich dann dazu machen kann. So ungefähr vielleicht. Ist dazu. Guck mal da noch hin. Ich hasse es ja, wenn man einen Kartenrand so lang baut und der dann irgendwie noch eine Lücke hier übersieht. Aber es nicht weiß, dass eine Lücke war. Das hasse ich richtig. Okay, das haben wir. Dann gehen wir einfach hier stur runter und gut ist. So. Dann würde ich sagen, ein bisschen so. Dann haben wir komplett runter. Der Bergfried ist komplett. Ja, da kriegen wir das schöne Signal. Die Burg ist erstmal zu. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Stein, damit ich meine Türme setzen kann. Und währenddessen sollten die Jungs hier so mähen ich mir auch meine Armbrüste geben. Währenddessen kann ich aber schon mal ein bisschen die Produktion in Eisen starten. Drei Minen sollten locker genügen. Gut, dann haben wir das. Die Burg haben wir ja auch fertig. Wie gesagt, das hier ist ja für die Getreidefarm. Das ist mein Haupttor. Ja, warten wir auf mehr Steine. Das sollten ja bald kommen. Aber hier ist immer noch keine Aggression, ne? Nö. Nö, hier ist noch ziemlich wenig. Ja, aber hier ist ein ziemlich interessantes Viertel. Alter, das Schwein hat aber echt ein labyrinthartiges System. Ich meine ja nur, wie viel den Weg zur Toilette, Leute?
Ist ja witzig, wenn die alle nebeneinander hängen, dann bauen die ja so ganz komische Sachen. Und ich will nicht sagen, dass er hier gerade seine Burg offen hat, aber ich denke mal schon, dass er ein Tor aus dahin baut. Wäre komisch, wenn er es nicht machen würde, aber er baut doch diese ganzen kleinen Wälder. Das ist wahre Macht. Ist auch sehr interessant, dass er die kleinen Mauern baut. Ich habe witzig, dass man sie eingeführt hat, weil, ja, warum auch nicht, man kann sie relativ schön machen, also mit der Burg. Aber so, ich weiß nicht. Ich würde die kleinen Mauern eigentlich nicht bauen wollen. Außer wenn ich einen Missklick habe. So, bekommen wir jetzt ein paar Steine, dann kann ich, denke ich, mal auf die ersten Türme setzen. Wenn ich die ersten Türme habe, dann können wir an sich ja schon sicher sagen, did the save. Wie mache ich denn das? Machen wir die so. Huch, habe ich da meinen Mauer falsch gesetzt? Nein! Ich hätte die mal komplett falsch gesetzt. Ah, die ist zu weit vorne. Weg damit. So. Der Bergfried ist komplett. Wow, wow, wow. Dann hauen wir den Kornspeicher mal kurz weg, weil er auf Seite, weil er im Wege steht. Machen hier Turm Nummer DOS hin. Und setzen den Kornspeicher dann halt daneben hin. Ob dann da der andere Eckturm noch reinpasst? Naja, ich muss ja nicht unbedingt so gut verteidigen. Aber okay, so Türme haben wir. Das nächste, was wir bauen würden, wäre jetzt die Zinn. Kann ich mir Zinn schon leisten? Oh, ich habe ja verdammt viel Steine. Ich habe Zinn, kann ich mir erstmal nicht mehr leisten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Aber ich kann schon den ersten Armbeschützen ranholen. Vielleicht sogar schon die ersten Armbeschützen kaufen. Ich bin mir gerade unschlüssig. Soll ich schon ein paar Armbeschützen kaufen? Da ist noch relativ wenig Aggression. Da kommt noch nichts. Aber da wird bald was kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da was kommen wird. Alter, hat der viel Käse am Laufen. Ich meine, gut, ich weiß, dass das Schwein eigentlich nur gerne nur Käse produziert. Aber das ist trotzdem ein bisschen hart, wie viel Käse der da haut. Na gut, nicht mehr ein Knäckebrot, ne? Ja, sieht aber eigentlich ganz human aus, würde ich sagen. Ah, mehr Steine. Sehr gut. Sollen wir uns schon mit guten Dingen befassen? Ja, ich weiß nicht, wir erst eine vernünftige Verteidigung haben, bevor ich mit sowas ankomme. Eure Befehle? Rücken aus! Ihr könnt auf uns zählen! Bringen wir unser Standardgelübde mal rüber. Ich weiß gar nicht, womit wollen wir eigentlich demnächst angreifen mit dem Schwein? Ich meine, ich weiß nicht, also Feuergräben wird er wohl nicht haben, weil er ja Armbrustschützen hat. Das heißt, gepanzerte Soldaten sind ein bisschen ineffektiver, aber leicht gepanzerte sind noch ineffektiver. Das bedeutet entweder mehr gepanzertes oder ich weiß nicht. Ich weiß es spontan nicht, wie wir den jetzt platt machen wollen. Eigentlich ziemlicher Standard. Aber ich möchte ab und zu auch mal ein bisschen Variation zeigen. Na, ihr habt ja auch gesagt, ich soll Variation zeigen, wenn der Gegner relativ easy zu bekämpfen ist. Und drei Schweine zur selben Zeit würde ich jetzt nicht zwingend als easy bezeichnen. Wird kein großes Problem sein, denke ich jetzt mal spontan, ne? Aber trotzdem gibt einfacheres. Es werden Waffen benötigt, Sire. Und los! So, ein paar mehr Armbrustschützen. Wir brauchen auf jeden Fall demnächst noch ein paar Hütten. Ich fand Gegner, das ist auch lustig gewesen, Gegner bauen teilweise ihre Häuser außerhalb der Burg. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, als ich mal so einen Gegner gesehen habe, der außerhalb seiner Burg seine Häuser gebastelt hat. Habe ich einfach die Häuser weggerissen und dann konnte halt keine Bevölkerung mehr gar für neue Soldaten. Total lustig. Musste alle Gebäude verkaufen, damit wir so Leute reinbekamen. Ja, haben wir eigentlich? Ich weiß nicht. Der Gute macht ja so wie gar nichts. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mit unserer Zinn. Eure Beliebtheit steigt. Ja, meine Beliebtheit. So, sind wir da auch ein bisschen sicherer, was das angeht. Oh, wunderbar. Und dann muss ich mal gucken, wo Schweinchen Babychen meint anzugreifen. So, so, so. Das reicht, glaube ich. Okay. Das passt, die Burg bauen wir dann später ein bisschen aus mit weiteren Türmen. Aber ich denke mal, so spontan würde das erstmal reichen.
Das heißt, den ganzen Rest an Steinen können wir größtenteils verkaufen. Aber ich kann schon zwei Ballistas setzen. Ich denke mal, es macht Sinn. Euer Gnaden? Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt! Das ist wahre Macht. Damit haben wir unsere Ballisten. Ah, dachte ich mir schon, dass er ein Tor aussetzt. Sehr leicht seltsam aus, wenn er nichts hingesetzt hätte. Mal kurz gucken, die Ballisten passen, glaube ich, nur auf den Türm drauf. Naja. Er feuert? Achso. Ja, wir müssen ja warten, bis die Kuh stirbt, ne? Um ihn mal zu zitieren, falls ihr wisst, wen ich meine. Und wenn nicht, ist auch fast egal. Achtung, Sire! Nee, ich glaube, ich habe genug, um mir das leisten zu können. Wir gehen mal mit der Nahrung jetzt mal ein bisschen nach oben. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Und fangen schon mal an, gute Dinger zu basteln. Ein paar Gärten. Machen wir die hier hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Da ist das bisschen Manpower, was ich da habe, auch ein bisschen sinnvoller. Ich mag es ja gerne, wenn ich nur wenige Einheiten habe, dafür sind die relativ gut. Ihr könnt gut. Das nicht dort platzieren, my lord. Noch lieber mag ich es, wenn ich ganz viele Einheiten habe, die richtig gut sind. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. So, kriegen wir ein bisschen konstant Kleter rein. Wir könnten dann sich auch mal Bier probieren, ne? Bier gibt ja auch gut Beliebtheit rein. Das können wir sich auch mal probieren. So, mehr Steine. Das heißt, wir können Türme setzen. Turmsaar. Allerdings, der hier passt da wohl nicht ganz so rein, wie ich ihn gerne hätte. Ah, so wird er reinpassen. Ist egal, ist ja nur ein Eckturm. Die Ecktürme so hin. Da jeweils noch eine Balliste. Ich weiß nicht, ob das Schwein mit Belagerung scheiße ankommt. Euer Gnaden? Euer Gnaden? Belagerungsgeräte bemannt! So, haben wir da auch Ballisten überall. Er hat jetzt mittlerweile einen Haufen Armbrustschützen da oben. Aber eine sehr komische Burg. Vor allem finde ich dieses, dieses Gefängnis quasi wieder sehr interessant. Hat er ja auch gebaut. Ich weiß, ich könnte hier einfach hier die Mauer einreißen und wäre schon da. Was soll das hier alles dann? Naja. Muss man nicht mal verstehen, was der macht. Ach, was war. Okay, Ballisten sind alle da. Ich könnte ein Häusel mehr setzen und dann langsam Richtung Produktion von schwereren Einheiten gehen. Das könnte man machen. Die Frage ist, was für schwere Einheiten will ich haben? Ich meine, es ist obvious, dass ich ja irgendwas mit Rüstung haben will. Ne? Die Frage ist halt nur Schwertkämpfer oder... will ich Piken haben? Wobei Piken aber die letzten Parts gab, ich möchte jetzt gerne wieder Schwertkämpfer haben. Wir könnten auch Streitkolbenkämpfer bauen. Na, vielleicht bei einem leichteren Gegner. Jetzt gucken wir, ob wir noch die Gegner voll kuldigt euch, Sire. So, ich hab da gerade, vor kurzem hat er ein paar Armbrustschützen gesehen, aber die können mir gar nichts. Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen geschultert! Da haben wir noch ein paar Armbrüste. Ihr habt nicht genügend Gold. Danke. Ich könnte aber auch hier schon was verkaufen. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Da ist auch immer gut, wenn man im Voraus schon Eisen einsetzt. Da kann man bis zu viele Eisen direkt schon verkaufen. Und Marsch! So, und Verteidigung reicht, glaube ich mal. So stark waren die Angriffe im Schwein jetzt auch nicht, wie ich es in Erinnerung habe. Da kommt er, glaube ich, mit Armbrustschützen, mit Streitkolbenkämpfern an. Und das sagt, was ich habe, mehr als ausreichend. Sehr gut, Burg steht. Dann würde ich mal spontan sagen, wir warten jetzt drauf, bis wir genügend Einheiten haben und gucken wir mal, wie wir ihn denn hier auseinandernehmen können. Läuft. Ich sehe jetzt spontan kein Problem. Können wir vielleicht noch ein paar andere Gebäude bauen? Mittlerweile baue ich ja sehr Standard. Wir könnten Pech ranholen.
Kann ich hier Pech ranholen? Wir benötigen Holz. Ja, ich könnte hier einen Haufen Pech ranholen, aber mal ganz ehrlich, ich brauche da kein Pech. Wir könnten aber Hopfen machen und damit Bier brauen. Das könnten wir tun, theoretisch. Eine Nachricht vom Schwein. Schlag die Trommel, blas das Horn, das Schwein ist im Anmarsch, direkt von vorne. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, wie pervers das gerade klang, ne? Also Schlag die Trommel ging ja noch, aber der Rest... Naja. Direkt von hinten wäre noch besser gewesen, Alter. Wir werden überfallen! Oh, wie dämlich. Aber gut. Ich denke mal, dass das hier oben habe, reicht locker dafür. Vor allem sehe nichts, was er hat. Ich vergesse einfach mal meine Ballisten, die prügeln ja auch die ganzen Schützen hier drüben weg. Mal gucken, wie schnell er untergeht. Nur relativ schnell. Nö, knabbert er meine Maus sogar? Du Penner, hör auf dran zu knabbern. Ich brauche mehr... Ah, hier fehlen mir welche. Eine Nachricht vom Schwein. Schlag die Trommel. Ernsthaft? Blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorne. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Ja, Hackfleisch. Achtung! Vorwärts! Im Laufschritt! Aber ich habe recht gehabt, wie er angreift. Ziemlich frontal. Ja, direkt von vorn. Jetzt schauen wir ein paar hin, dann können wir wegknüppeln. Hat jetzt eigentlich immer noch was Offenes da? Oh, nö. Der hat hier nichts Offenes mehr in seiner Burg. Ist aber nicht schlimm. Die ist sehr einfach zu durchbrechen. Gut, so bedeutet, die Produktion kann ich so lassen, wie sie ist. Das hier ist relativ sicher. Ja, why not? Bauen wir ein paar Hopfen. Die Frage ist nur, wo? Die vorne würde ja keinen Sinn ergeben. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Die sind ziemlich monoton irgendwie. Also ja, das heißt monoton. Die sagen immer die ganze Zeit dasselbe. Aber okay, wir können Ritter bauen und Armbrustschützen. Das sollte eigentlich locker für ihn schon reichen. Sonst irgendwas, was ich bauen könnte, was ich noch nie so gezeigt habe. Ja gut, die Fallen haben wir, glaube ich, mal eingesetzt im Hauptprogramm. Die brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Die Türme haben wir auch schon alle gesehen. Das haben wir auch schon alles gesehen. Wobei die Tunnelbauer-Gilde könnten interessant sein. Okay, aber Tunnelbauer brauche ich eigentlich nicht. Weil ich schaue eh meistens hier 1, 2, 3 Triebwerke hin, dann ist eh Schluss. Naja. Wir können es aber wieder mit wen... Was ist eigentlich? Achso, die Apotheke ist das. Ah, cool. Wir können es natürlich ja wieder mit Briten und Bogenschützen versuchen. Ah, ich überlege gerade. Es ist gar nicht mal so einfach, den zu killen. Also, klar, wenn man drin ist, ist es total easy. Das Problem ist aber beim Schwein, der hat ja einen Haufen Armbrustschützen. Und die müssen wir erstmal irgendwie auseinandernehmen. Da hat ein bisschen die Frage, wie machen wir das? Da wären theoretisch berittene Bogenschützen gar nicht mal so verkehrt. Weil die ja relativ schnell unterwegs sind, da sollten die Armbrüste kaum treffen. Könnten da Leiterträger eigentlich drauf gehen? Wäre easy, weil wenn, dann könnte ich hier eine Leiter hinsetzen, dann wäre ich schon oben. Und hier glaube ich genauso. Deswegen würde ich Mauern niemals an den Bergfried setzen. Ich meine, okay, Mauern und Bergfried zu setzen bringt seine Vorteile. Man kann vom Bergfried aus direkt dann auf die Mauer gehen. Aber der Gegner kann es halt auch. Deswegen würde ich sowas nie machen. Aber okay, ist ja jeden selbst überlassen. Ach, es werden Waffen benötigt und sein. Los! Und Marsch! Ich würde mal sagen, das reicht doch keine Verteidigung auf die späteren Angriffe. Das heißt, wir rüsten jetzt eigentlich nur noch auf für den Ernst der Fälle.
Wisst ihr was, Sprung ist auf. Warum nicht? Gibt's ein bisschen Bier, aber wo denn? Ist kein Platz dafür. Muss ein bisschen weit weggeholt werden. Ich baue ihn hier hin, genau. Da baue ich ihn hin. Ja. Ich baue ihn hier ganz oben in der Ecke hin. Ihr seid der größte Herrscher. Oh, ich bin der größte Herrscher. Interessant. Ich versuche mal hier was hinzubauen. So ganz sporadisch. Dazu brauche ich aber noch ein Häusel. Ich habe null Ahnung, wie man die Produktion vom Bier halbwegs stabil hält. Deswegen mache ich jetzt einfach mal ganz stur nur den hier. Ja, ich habe keine Ahnung vom Bier. Das Volk huldigt euch, Sire. Das habe ich mir gedacht. Aber schaffe ich nicht. Eine Nachricht vom Schwein. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Allerdings hast du mal was Explosives gehabt. Hauptsache deine Streitkolbenkämpfer werden abgeknallt, bevor sie auch nur ankommen. Na, was brauchst du denn da fein? Es kann ja nichts Großes sein. Katapulte, denke ich mal spontan. Wenn es am Ende Ballisten sind, dann lache ich ein bisschen. Wir werden überfallen! Nein, mein Axtläufer. Mein Axtläufer, mein Holzfäller, mein Gott. Mein Axtläufer, was... Ich bin zwar gerade so aufgestanden, aber trotzdem, ich muss doch nicht so abgehackt reden. Katapulte, ich dachte es mir schon. Ich wollte gerade sagen, haben die keine Reichweite auf meine Mauern, oder was? Wow. Oh nein. Zum Glück habe ich hier einen kleinen Schutzwache davor, ne? Aber ihr sollte schon klar sein, Kumpel, wenn du Katapulte in Reichweite von Ballisten baust, sind die ziemlich ineffektiv. Weil ich jetzt einfach den hier machen kann. Wie ich rausgefunden habe, kann das der Gegner bei Wert auf während der Belagerung einfach so machen. Ja, ich baue jetzt meine Mauer mal kurz wieder auf, die du mir gerade kaputt gemacht hast. Was? Wer hat die getroffen? Gut, die werden ja auch nicht abgeschossen von da irgendwie, dann sollten wir halbwegs Hopfen noch gut vernünftig rüberbringen können. Ich sehe, ich habe viel Steine. So viel brauchen wir nicht. Dass er wirklich denkt, er kommt damit durch. Ja gut, ich hab meinen ganzen Armbrustschützen so die ganze Zeit eine auf die, Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch! Ich glaub, eine meine... Nachricht meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Darf ich? Danke. Ich wollte sagen, ich glaube, meine Armbrustschützen sind die ganze Zeit auf die Schneidanheit fokussiert, dass sie nicht mehr drauf klarkommen, wie langsam die fetten Streitkolbenkämpfer sind. Wobei die gar nicht mal so langsam sind. Die können schon relativ zügig unterwegs sein. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, die ersten Ritter haben wir. Die werden jedes Ende jeden Moment schon finden. Ich würde sagen, für die erste Aufnahme in dieser Session ist es schon mal recht gelungen. Wir werden überfallen. Wir haben unsere Verteidigung, die da ziemlich unantastbar ist. Mit ziemlich meine ich ist unantastbar. Was will er machen? Das, was er bis jetzt macht, ist auch nicht ausreichend. Er hat mir doch ein paar abgeknallt, der Penner. Was willst du machen?
Okay, die Engpässe, die ich da habe, ist mir egal. Ich habe mehr als genug Mehl, um das ausgleichen zu können. Gut, Leute, würde ich sagen, im nächsten Part, morgen also, kümmern wir uns um die Angriffe, baue ich meine Einheiten auf. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.